shooting stars and fairy tales. They are the winds in my sails. I'm feeling fireworks in here, light up the atmosphere, and I can see so far. Diesmal sind wir nach Hessen gefahren und haben dort auf dem Stadtperkustik-Festival in Zwingenberg die Band Mrs. Greenberg getroffen. Steffen habe ich kennengelernt in Köln. Da hatte Steffen einen Auftritt, auch einen Akustikauftritt. Also Steffen nur mit Gitarre, ganz alleine. Und ich habe ihn da gesehen. Ich glaube, er hatte mich auch schon gesehen, so ein bisschen aus dem Augenwinkel. Und dann so ein paar Wochen später haben wir uns im Underground, das ist so ein Club in Köln, da stand er nachts um 3 neben mir und dann haben uns unterhalten. Das war so die erste Begegnung. Und dann haben wir uns irgendwann zum Musikmachen verabredet und dann ging das immer so weiter. Ich muss ergänzen, die Sarah hat mich angesprochen, also ganz klassisch, wie man das bei uns in Köln so macht, hat die Frau den Mann angesprochen, weil ich bedeutend zu schüchtern dafür gewesen wäre. Und jetzt seid ihr schon zu dritt, wie ich sehe. Wir haben nämlich auch heute einen kleinen Interviewgast. Das ist Floppy, unser Hund. Also offensichtlich ist es ein Hund. Und der ist unser jüngstes Familienmitglied, der ist gerade seit 4-5 Tagen bei uns. Aber man sieht schon an der Position, dass er mit dem Rücken zur Kamera steht. Er hat schon Allüren, ne? Wie haben Steffen und Sarah eigentlich ihre Liebe zur Musik entdeckt? Und vor allen Dingen, wie sind sie nur auf diesen außergewöhnlichen Bandnamen gekommen? Also bei mir war das, ich habe mit 12 habe ich Sister Act gesehen und fand das total toll. Und wollte dann auch unbedingt im Gospelchor singen und habe mich dann auch angemeldet. Und ich hatte auch meine Hip-Hop-Girl-Crew und mit deutschen Texten. Und gesungen habe ich immer total unglaublich gerne. Ich glaube, jeden Tag 5-6 Stunden und bin meiner Mutter tierisch auf den Geist damit gegangen. Also die hat dann immer an meiner Zimmertür geklopft und hat gefragt, ob ich die Musik leiser drehen kann. Und ich habe immer davon geträumt, ein einziges Mal vor Menschen aufzutreten. Und mehr wollte ich gar nicht, weil ich unglaublich schüchtern war und mich gar nicht getraut habe, vor anderen Menschen zu singen, auch nicht vor meiner Mutter. Und den ersten Auftritt hatte ich dann ganz, ganz spät sogar, also den ersten richtigen mit Singen. So Solo singen mit 21, mit einer Swing Big Band, so ganz groß, direkt vor 600-700 Leuten, glaube ich. Und da habe ich gedacht, boah, das ist jetzt so toll und das habe ich mir gewünscht und ich wollte das immer nur einmal. Aber irgendwie, jetzt wo das eine Mal war, hätte ich es dann doch gerne irgendwie ein bisschen regelmäßiger, so war das. Also bei mir, mein Weg wurde musikalisch schon relativ früh geprägt. Ab der dritten Klasse habe ich Blockflötenunterricht gehabt. Und als ich dann damit fertig war, wusste ich auch genau, was ich nicht machen möchte. Ich habe im Kinderchor gesungen, ich habe später im Kirchenchor gesungen, so klassische Sachen, so Bach und so andere Dinger. Und habe dann, ich glaube, meine Leidenschaft so für Rockmusik, also als Hörer war schon lange vorhanden. Ich habe dann, glaube ich, so mit 11 oder 12 mir zum ersten Mal eine Gitarre aus Lego gebaut und dann zu Musikvideos abgerockt oder halt einen Tennisschläger zur Hilfe genommen. Und da war eigentlich schon klar, dass ich irgendwie was mit Rockmusik mal machen wollte und vor allen Dingen auch mit Gitarre. Und dann habe ich mir mit 15 von meinem ersten Ferienjob eine Gitarre gekauft und dann war im Grunde genommen das Schicksal besiegelt. Ich glaube, es ist wichtig zu erwähnen, dass wir Goldkehlchen und der Mann mit Hut genau einen Auftritt lang hießen. Das war eine Notgeburt, weil wir hatten die Möglichkeit, den Hollywood-Schauspieler Tim Robbins zu supporten in Köln. Und wir hatten keinen Bandnamen, wir brauchten ganz dringend einen. Und da habe ich das einfach entschieden. Vielleicht auch aus offensichtlichen Gründen so ein bisschen. Und die Idee kam beim Rest der Band nicht so richtig gut an, sodass wir dann halt unmittelbar danach auf Namenssuche gegangen sind. Und wir kamen dann von einem Auftritt oder von einer Probe, von irgendwas kamen wir nach Hause und dann haben wir einen sterbenden Papagei vor unserer Haustür gefunden. Einen grünen, einen Alexandersittich, die in Köln beheimatet sind in großen Schwärmen. Und der saß offensichtlich immer bei unseren Konzerten im Ast und er zwitscherte uns mit seinem letzten Atemzug quasi zu, dass er sich von uns wünscht, dass wir nicht aufhören zu spielen, bis auch das letzte Ohr unsere wundersamen Melodien vernommen hat. Und deswegen haben wir uns des Papageis, dem Papagei zuliebe, dann Mrs. Greenbird genannt, weil er weiblich war, der Papagei. Viele von euch kennen Mrs. Greenbird sicher noch von ihrer Teilnahme bei der Castingshow X-Factor. Was ihre Teilnahme mit einem langweiligen Samstag zu tun hat und wie sie es geschafft haben, auch nach der Show noch erfolgreich zu sein, das seht ihr jetzt.
wirklich dafür entschieden haben wir uns nicht. Das war eher ein Zufall. Steffen war im Music Store in Köln. Da schaut er sich so einmal die Woche regelmäßig Gitarren an, ob es da irgendwas Neues gibt. Und da ist Steffen in ein Casting-Team reingelaufen und hat sich überreden lassen, mitzumachen. Und er meinte, nee, alleine macht das nicht, nur mit mir. Und dann hat er mich überredet. Und dann sind wir da so reingestolpert und hängen geblieben. Es war ein Gag. Es war ein Samstagnachmittags-Gag gegen die Langeweile eigentlich. Also wir haben uns da relativ wenig Gedanken drüber gemacht. Wir haben sehr dankbar die Chancen genutzt, die sich dadurch geboten haben. Wir haben natürlich sehr viel Öffentlichkeit dadurch bekommen und das war ein super Sprungbrett für uns. Und wir haben danach einfach genau das gemacht, was wir vorher auch gemacht haben, nämlich so viel wie möglich Songs schreiben und Konzerte spielen und Spaß mit unseren Fans auf den Konzerten haben. Und um den Rest haben wir uns ehrlich gesagt gar nicht mehr großartig gekümmert. Also wir haben viele tolle Fans, die offensichtlich nicht müde werden, auch zu unseren Konzerten zu kommen. Und ich glaube, das ist das größte Geheimnis dabei, tolle Fans zu haben. Wenn du jetzt gerade sagst, ihr habt tolle Fans, gab es dann auch schon mal so ein Erlebnis, wo ihr sagt, hey, das war so krass, also da werden wir noch ganz, ganz lange dran denken, zum Beispiel auch einen Moment mit einem Fan? Da gibt's ganz, ganz, ganz viele tolle Momente. Wir haben mal einen Adventskalender geschenkt bekommen, also wo jeden Tag ein kleines, schönes Geschenk drin war. Das habe ich noch nie bekommen oder wir beide vorher noch nie. Was haben wir noch? Es hat mal jemand so ein Riesenbrett gemacht mit ganz, ganz, ganz vielen Glühbirnen und LED-Lämpchen und einem selbstgebastelten Vogel, was er während dem Konzert die ganze Zeit hochgehalten hat. Wir hatten einen Fan, sie kam irgendwo aus Amerika, die Stadt habe ich jetzt schon wieder vergessen, zu uns geflogen und hat sich sogar die Haare extra grün gefärbt. Und sie fand unsere Texte so toll, worüber ich mich riesig gefreut habe, irgendwie wenn Native Speaker unsere Musik zu schätzen wissen. Ganz viele andere Sachen. Wir hatten mal Uschi, die verrückte Uschi, die Autogrammstunde nicht abwarten konnte und von vorne auf die Bühne gehüpft ist und dann uns hinten im Backstage abgefangen hat. Und ich glaube, die war schon über 70, irgendwie aber noch sehr fidel. Ja, es gibt einfach jedes Mal eigentlich ganz, ganz tolle Augenblicke und Momente. Wir versuchen ja auch immer mit unseren Fans Zeit zu verbringen. Also wenn wir die Gelegenheit haben und wenn wir es einrichten können, dann gibt es meistens nachher irgendwie immer noch eine Möglichkeit. Und wir haben immer wieder, fast jedes Mal eigentlich, haben wir interessante und auch manchmal etwas obskure Begegnungen. Und das ist also für mich auch einer der wirklich schönen Teile dieses Jobs irgendwie, dass man so viel mit so vielen verschiedenen Leuten erleben kann. Ich finde das toll, ich genieße das sehr. Was steht jetzt bei euch so für die Zukunft an? Wird es vielleicht auch bald ein neues Album geben? Was könnt ihr da schon drüber verraten? Ja, wir schreiben aktuell neue Songs. Am Mittwoch, also in ein paar Tagen, fliegen wir nach Stockholm extra und ziehen uns nochmal 3 Wochen ganz intensiv zurück, um die letzten Songs fürs neue Album, also es wäre dann unser drittes Album, zu schreiben. Und und dann wollen wir allerspätestens im Juli schon mit der Produktion beginnen. Wir werden das ja wahrscheinlich selber produzieren, Steffen und ich, so wie es aussieht. Und im Moment gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Dinge, die wir uns überlegen. Von einem eigenen Label über ganz viele andere verschiedene Dinge. Und man kann sich überraschen lassen. Der Plan ist, dass wir auf jeden Fall im Frühjahr nächsten Jahres dann mit einem neuen Album am Start sein wollen. Wir haben jetzt auch schon die ersten neuen Songs im Live-Programm integriert. Also wir testen schon erfolgreich neues Material und das kommt zum Glück auch sehr gut an. Da freuen wir uns besonders drüber. Und wir sind, ne, als Musiker will man ja immer schaffen, schaffen, schaffen. Und wir freuen uns total drauf, endlich auch wieder ins Studio zu können und neues Material aufzunehmen, zu experimentieren und dabei viel Spaß zu haben. Natürlich haben wir auch Mrs. Greenbird unsere berühmte Songlines-Frage gestellt und die zwei haben einen ganz besonderen Traum. Ich habe ganz, ganz, ganz viele verschiedene Träume, aber ich möchte keinen Traum haben, wo ich sage, danach darf ich nie wieder träumen, weil also Musikerin sein heißt für mich auch träumen oder Menschen zum Träumen bringen, weil ich Träumen ganz toll finde und ich möchte immer weiter träumen und Träume treiben einen ja auch an, immer weiterzumachen und kreativ zu sein. Aber ein Traum von mir wäre, mal in der Grand Ole Opry zu spielen. Das ist in Nashville. Das ist die älteste Radioshow der Welt. Wir haben ja unser zweites Album Postcards haben wir in Nashville aufgenommen und haben da fast 3 Monate verbracht.
und konnten so den Zauber der Stadt schnuppern. Und wir waren natürlich auch in der Grand Ole Opry in der zweiten Reihe und das war halt unglaublich toll. Und da haben unglaublich tolle Künstler gespielt und das wäre auf jeden Fall ein riesen, riesen, riesen Traum, da irgendwann mal zumindest ein Lied zu spielen. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich weiß nicht, ob jemals deutsche Künstler da aufgetreten sind. Also das wäre auch, wir würden das dann auch gerne so schnell schaffen, dass wir dann die Ersten sind. Also so ein bisschen Wettbewerb muss ja auch dabei sein. Nee, aber das, ich glaube, das hätte ich jetzt spontan auch gesagt, dass das auf jeden Fall so ein Ding ist. Das ist halt so ein echter Musikertraum. Das wäre schon cool. Ich glaube, wir haben uns immer gewünscht, dass wir tolle Fans haben. Aber ich glaube, wir haben noch viel tollere Fans, als wir uns das jemals haben vorstellen können, weil unsere Fans wirklich ganz treu und ganz lieb sind. Und wir haben viele tolle Kontakte schon irgendwie geknüpft und viele tolle Begegnungen gehabt. Und wir sind wahnsinnig stolz und wahnsinnig dankbar für unsere Fans. Wir finden das super, weil wir natürlich unglaublich viel auch von den Menschen mitbekommen. Wir bekommen mit, was die sich wünschen, was die so bewegt, was die mit unseren Liedern verbinden, was sie mit Konzerten verbinden. Wir erfahren auch ganz, ganz, ganz viel Persönliches und das ist total schön. Und viele reisen uns ja auch hinterher und wir unterhalten uns auf Konzerten und dann kann man daran anknüpfen. Man hat immer ein Gesprächsthema und das ist total schön. Ich habe gestern noch einen Brief gelesen von einer Musikfreundin von uns, die uns auch ganz treu begleitet, die gerade im Abi steckt und die uns geschrieben hat, wie es so ist und wovor sie so Angst hat. Und das ist irgendwie schön, weil wir jetzt schon so viel von ihr gelesen haben und dann kriegt man immer auch so ein Stückchen was vom Leben mit. Und ich glaube, unseren Freunden, also wir sagen immer Freunde anstatt Fans, ist ein bisschen doof. Die begleiten uns und bekommen von uns ganz viel mit und wir bekommen von denen ganz viel mit. Und das ist irgendwie schön so. Ich glaube, die Frage, die können wir aus zwei Richtungen beantworten, weil ich unheimlich gerne auf Tour bin und ich glaube, die Sarah ist eher nicht so gerne auf Tour. Also es ist ja so ein, ich bin der Typ, der unheimlich gerne unterwegs ist und mir fehlt das tatsächlich, wenn ich zu lange zu Hause bin, dann kriege ich so ein bisschen Fernweh. Dann möchte ich mich wieder ins Auto setzen und durch die Gegend reisen. Und was fehlt mir denn, wenn ich auf Tour bin? Ich überlege gerade mal, ob mir was fehlt. Nee, ich stelle immer wieder fest, dass einem erstaunlich wenig fehlt von dem, was man so zu Hause hat, von dem man glaubt, dass man das unbedingt braucht. Und wenn man dann länger unterwegs ist, merkt man einfach, so viel braucht man eigentlich gar nicht. Und das finde ich eigentlich immer relativ befreiend. Du musst das jetzt auch noch für dich beantworten. Doch, wenn ich auf Tour bin und also wenn wir ganz lange auf Tour sind, dann fehlt mir meistens Schlaf. Und Zeit für mich, weil man ist ja immer unglaublich lange und unglaublich eng mit ganz, ganz vielen Menschen zusammen auf einem Fleck und ab und zu vermisse ich das einfach mal so eine Stunde nur für mich zu haben. Und wenn ich zu Hause bin, dann vermisse ich eigentlich genau das. Dann vermisse ich die Menschen um mich herum, dann vermisse ich Action, dann vermisse ich unterwegs zu sein. Also ich liebe das auch im Bus zu fahren, mir die Gegend anzugucken und das ist echt toll, das ist echt schön so. Das mit dem Fantreffen können wir uns sehr gut vorstellen. Wir werden sowas bestimmt auch irgendwann nochmal machen. Wir haben ja schon, hier und da gab es ja schon so Art Fantreffen. Wir haben mal ein Meet and Greet gemacht im Rahmen von einer anderen Veranstaltung, wo wir dann halt einen ganzen Abend mit Fans verbracht haben und Bierchen getrunken haben und ein kleines Konzert in der Kneipe gespielt haben. Und es wird mit Sicherheit irgendwann auch in absehbarer Zukunft mal sowas geben. Wir überlegen ja, ob wir eventuell uns mal an das Thema Crowdfunding rantrauen irgendwann. Und in so einem Rahmen sind Fantreffen natürlich auch immer ganz beliebt. Also wir sind der Sache auf gar keinen Fall abgeneigt. Und weil, wie wir ja auch in den anderen Fragen schon gesagt haben, Fankontakt ist uns total wichtig und liegt uns total am Herzen. Von daher glaube ich, ist Fantreffen und Mrs. Greenbird sind zwei Worte, die eigentlich ganz gut zusammenpassen würden. Das machen wir ja schon. Also wir machen das ja ganz regelmäßig. Wir waren ja letztes Jahr mit Band unterwegs. Also wir haben eine Bandtour gemacht und wir haben eine Duo-Tour gemacht. Wir sind ja heute auch im Duo hier. Also nur wir beide spielen ganz klein, akustisch und intim. Und da haben wir uns ganz, ganz kleine Venues ausgesucht. Also wir waren in Theatern, in ganz kleinen Clubs. Das war eigentlich fast alles bestuhlt.
Und die Kapazitäten waren irgendwas zwischen 150 und 500 Personen, also ganz gemütlich. Da braucht man keine Platzangst haben. Man wird nicht von irgendwem im Ellenbogen zur Seite gekickt. Und ja, das machen wir immer wieder. Auch dieses Jahr noch, im Sommer. Ja. Ich nicke laut ins Mikrofon zu diesem Thema. Before I heard you say how you loved the Milky Way. Night and day I hope and pray that this love